Und es geht gegen Rises, wie Till sagen würde. Nein, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mechabellum, meine Damen und Herren. 1315. Das ist natürlich etwas höher als ich, aber. Ja, mein Gott. Es ist Sonntagmorgen und es sind, wie gesagt, nicht immer so viele Spieler in dem Game online, was sehr schade ist. Das Spiel macht echt Bock, Leute. Also, wenn ihr Bock drauf habt, holt euch das gerne. Und wir überlegen mal, was wir hier machen. Mich lacht eigentlich nur der Speed-Specialist an oder der Marksman, aber vier Marksmen sind auch irgendwie ein bisschen Overkill. Von daher, I'm gonna go with the Speed and go with some Phoenixes and some Arclights. Eine Kombi, an der ich mich gerade so ein bisschen erprobe. Und er geht für Crawler und Balls. Wenn er jetzt etwa die Strategie gegen mich spielt, die ich sonst immer spielen mag, ja, dann wird ein bisschen hart, gell? Dann wird es ein bisschen hart. Ah, wir platzieren die hier so auswärts. Den wir da innen ein bisschen. Something like this. So, ich bin halt in der Luft. Das ist mein Vorteil. Ich brauche jetzt natürlich noch Chuff. Da werden wir, denke ich mal, Crawler holen. Die von hinten reinlaufen lassen. Vielleicht, also ja, pushen so wirklich werde ich nicht, ne? Weil er mit der Kombi halt pushen wird so. Da werde ich, glaube ich, mit meinem Push jetzt nicht so unbedingt erfolgreich haben. Von daher ein bisschen weiter zurück hier den Lachs. Ja, die sollen aber auch nicht zu schnell nach hinten abdrehen. Ja, je nachdem, wie er sich halt aufstellt jetzt hier. Das ist die große Frage. Die fliegen aber sonst auch sehr weit rein. Ne? Die müssten schon ein Stückchen weiter hinten stehen. Something like this. Gehen wir mal mit. Und er stellt sich hinten auf. Oh, das ist jetzt, das macht nicht so viel Spaß. Weil meine Phoenix halt jetzt sehr weit reingehen und vielleicht sogar vom Marksman. Ja, da steht auch noch Marksman, aber egal. Jetzt sind die Crawler drin. Ich habe seine Crawler unter Kontrolle, aber er pusht halt links mit den Balls. Da werde ich hart verlieren. Da wird mein einer Phoenix die Runde nicht holen, auch nicht mit Debuff jetzt. Klar, mein Arclight kann jetzt ein bisschen mehr machen gegen die Balls als sonst. Aber der ist jetzt halt gleich auch down. Ah, den wir dann noch raus. Ja, maybe jetzt komme ich hier von der rechten Seite und die drehen um. Das ist geil. Guck mal hier. Sogar die erste Runde geholt. Okay, er stellt sich hinten auf. Damit weiß ich jetzt gar nicht umzugehen. Oder wie ich mich am besten aufstellen sollte. Die Sabertooth sind gar nicht so schlecht gegen die Balls, glaube ich. Ein Fire Badger in die Flanke. Hier so. Den Tower wird er up, ne? Ich glaube, Flanke ist nicht so mein Way to go. Rhino gibt nicht so viel Sinn. Ich glaube tatsächlich hier Sabertooth und mehr Chuff halt einfach. Der hier mit reinläuft, um die Balls abzulenken und die Sniper. Und dann stellen wir uns auch ein bisschen linksseitig auf, ne? Ist die Frage, wenn er jetzt hier rechts einen Rhino spielt. Das könnte mich halt erwischen, wenn er mich hier flankt. Das UFO ist auch nicht so gut für ihn. Ist es gut für mich? Ich habe jetzt die Arclight als Schaft hier, ne? Ja. Wir gehen mit den Sabertooth. Als Lösung gegen die Balls, mehr oder weniger. Holen uns noch einen Schaft. Der hier irgendwie so von der Seite mit reinläuft. Warte, wie schnell sind die? 19. Die sind ja sogar genauso schnell wie meine Crawlerinos. Das machen wir vielleicht so. So ein Lachs hier. Na, ein bisschen weiter rechts kann der actually. Dass er so den Balls gegenübersteht. So, du kümmerst dich darum. Dann könnten wir da noch einen Crawler-Pack reinstellen, um da schneller an seinen Tower zu kommen. Und dann geben wir noch ein bisschen Attack aus. Ja, kein Flank. Hat sich auch die Sabertooth geholt und stellt sich jetzt auch rechts so ein bisschen mit auf. Also will er doch nicht den Tower uppen. Die Sniper locken leider aktuell noch auf den Sabertooth rein. Da brauche ich gleich noch mehr Schaff. Aber den gehen gut auf die Balls hier. Das funktioniert super. Hier weiß ich nicht, ob ich genug Damage haben werde, aber ja, doch mit dem Felix und dem Tower natürlich.
Ja, sieht doch gut aus. Und die tanken actually gut gegen die Sniper weg. Also das ist gut mit dem halt. Lö. Tower, ne? Haben die natürlich sehr gut weggetankt. Sehr schön. Interessant, dass er hier dieselbe Choice gewählt hat, weil ich ja überhaupt keine Ziele für so Sabertooth habe. So, ein Incendiary ist gerade ein bisschen teuer, weil ich habe keine Schaffprobleme. Ist aber im Late Game ganz cool. Rhino Assault. Hier noch so mit reinlaufen. Einen Tower wieder zu holen, wäre glaube ich ganz geil. Und einen Amplifying Core habe ich noch nichts für, will ich auch noch gerade nichts holen. Weil ich erstmal noch Chaff ausbaue, to be honest. Von daher gehen wir damit. Holen den hier dazu. Nicht, dass er halt auf meine Einheiten hier droppt. Das wäre ein bisschen unlucky. Holen wir hier noch eine Brigade Crawler dazu. Dass die Sniper nicht direkt locken. Vielleicht so, dann passen da zwei Giants noch zwischen. Ja, und hier könnte eigentlich auch noch mehr Chaff rein. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Damage. So, eigentlich würde ich noch gerne zwei Sabertooth holen. Also zumindest einen hier auf der rechten Seite. Der so ein bisschen... Ja, das stehen zwei, ne? Ah, soll ich ein bisschen weiter hinten stellen. Und dann würde ich aber nochmal eine Packung Crawler hier holen, die nochmal von verspätet hier rein rudert auf der rechten Seite. Dann schauen wir mal, in welche Richtung wir nächste Runde gehen. Jetzt Mustangs hier geholt. Ja, okay. Interesting, weiß jetzt nicht, wo er damit hin will. Ist das sein Chaff-Clear jetzt, oder? Ich glaube, ein bisschen mehr Range auf den Arclights nächste Runde wäre nicht schlecht. Er hat jetzt leider hier mein Sabertooth geholt, also da ist noch zu wenig Chaff. Das ist auch seine Phoenix-Verteidigung jetzt, seine neue. Okay, ja klar, logisch. Aber jetzt komme ich natürlich durch, weil ich wieder die rechte Seite kriege. Ich habe das Gefühl, der Mann hat noch nicht so wirklich den Gameplan, wo er hier mal hin will. Ich auch nicht, also keine Ahnung, was das hier werden soll. Aber aktuell holen wir Runde für Runde und jetzt hat er noch 1500. Jetzt können wir fast gucken, ob wir mit Giants für irgendeinen Finish gehen können. Extended Range Fortress ist da ganz lecker. Mehr Arc Lights ist auch nicht schlecht. Geilere Crawler würde sich auch gerade gut lohnen. Non-Giant Units 3, das ist teuer. Komm, wir gehen mal hierfür. Weil die, da hat er mit dem Mustang jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die beste Lösung gegen mich gewählt. Amplifying Core hat er hier. Könnte man überlegen, noch, ob man noch einen Tank vorstellt. Haben die Plating? Nee, ne? Nee, die haben kein Plating. Reparatur könnte man reinknallen. Der Sniper wird halt irgendwann wehtun. Der hier hat aufs Maul bekommen. Also, wir gehen hier für einen weiteren Sabertooth. Damit meine Crawler hier nicht direkt auf den Sack bekommen und dadurch rattern können. Vielleicht gebe ich sogar Replicate aus. Ich glaube, das könnte ihn auf der Seite hier, wenn er da nicht mehr jetzt macht, ganz schön nerven. So. Es war relativ teuer. Jetzt in diesem Stage des Games. Hier wollen wir noch eine Packung Crawler. Muss ich mal so von hier kommen. Aber ich glaube, ich mache das sogar. Gebe mir mal ein Level, der tankt ja ganz gut. Dem würde ich eigentlich gerne Reichweite geben. Reichweite. Kann ich ja überlegen, ob ich irgendwo noch eine Bombe setze. Aber aktuell sieht das gut aus für mich hier. Ich könnte eigentlich auch ein Upgrade vertragen. Naja. Ah, das macht jetzt weniger Spaß. Na, da kommen zwar noch zwei Crawler. Die mal so ein bisschen ablenken. Der Sabertooth hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Weil die mit dem Item dann doch ganz gut durchregulieren. Und hier muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwie Scorpions oder sowas dazu hole. Ne? Das sind jetzt ganz schön viele Balls, die vielleicht auch bald ein Level haben. Never mind, noch nicht. Außer sie kommen jetzt an meine Sabertooth ran. Dann schon. Aktuell habe ich noch genug Chaff. Aber ich komme jetzt rechts, glaube ich, nicht mehr durch. Doch, sieht gut aus. Ne, hole ich wieder die Runde. Aber jetzt, so langsam kriege ich Probleme, ne? Also mein Flank rechts funktioniert nicht so gut, wie ich
Gedenke, dass das funktioniert. Nee, diese Runde sollte ich finishen. 162, wenn ich jetzt einfach nur irgendwie gewinne. Irgendein Item, was mir hier hilft. Okay, es ist ein Unit Drop. Boah, was könnte mir schmerzen, ne? Also ich glaube, die vier Fangs auf Level 3, das ist schon viel Chuff. Er hat nicht viel Anti-Air. Ich glaube, ich... Na gut, die Mustangs. Ich glaube, ich würde hier zu UFOs tendieren. Wenn er sich halt das holt, die machen nichts dagegen. Klar, den kann er Anti-Air geben, wenn er es drauf hat. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Dann wäre das ein bisschen schmerzhaft, aber ich weiß, fühle ich jetzt nicht so seinerseits, dass er sich die holt. Was hole ich mir? Das wäre nur Anti-Chuff, aber das würde ich mit den UFOs lösen. Ich brauche eigentlich Single-Target-Damage und da ist ein Wurm, glaube ich, nicht schlecht, aber ich glaube, der lose gegen die Balls. Also würde ich hier tatsächlich für die Sledgehammer gehen. Oder doch für mehr Chuff auch? Komm, gehen wir mal für den Chuff. Und dann holen wir uns mal die UFOs. Die Generation kostet 300. Gehen wir hier mal ein bisschen Reichweite noch aus. Und lassen mal hier so die UFOs mit reinfliegen. Und ja, mehr kann ich schon gar nicht machen, ne? Schauen wir mal, was wird. Er hat sich die Panzer geholt mit Mechanical Rage. Das tut natürlich jetzt ein bisschen weh. Ah, da hat er Balls platziert jetzt, okay. Hat er da auch einen Dings reingesteuert, eine Drohne? Nee, ne? Aber ich glaube, jetzt durch den Degeneration Beam habe ich hier relativ gutes Spiel. Gut, da kommt jetzt eine Menge. Da muss ich aufpassen. Nächste Runde, da muss ein bisschen mehr reinforced werden. Da ist mein UFO jetzt natürlich gerade nicht so stark. Jetzt fehlt mir der Single Target Damage, ne? Ah, goddammit, eine Runde muss ich noch holen. Ich brauche mehr Single-Target-Damage. Na komm, hol ihn dir. Jawohl. Na, da links steht noch einer. Goddammit, aber da sind noch zwei Phönixe. Komm, hol dir Tower. Hol dir den noch. Ja, sehr schön. Gut, gegen die zwei Sniper werde ich nicht gewinnen. Jetzt gewinnst du leider natürlich nicht gegen den Sabertooth. Goddammit. Okay. Jetzt irgendein Item einfach, was ihn krass schwächt. Wäre ganz geil. Electromagnetic Impact ist es nicht. Der Iron Blast ist natürlich super geil hier, ne? Den werde ich zwangsweise picken. Ich glaube, den kann ich rausverkaufen. Der stirbt da nur. Unnötig. Wie setze ich den jetzt, ne? Ich meine, die werden hier so irgendwo gefangen, die Balls. Boah, es ist... Ich hasse den Iron Beam. Ich kann ihn gar nicht einschätzen, wie ich den am besten steuere. Der ist aber ein bisschen zu weit vorne nur. So. Schilde könnte ich mir hier gut vorstellen. Oder Mechanical Rage. Ich brauche den Single Target Damage jetzt. Field Maintenance. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Gerade weil die ein Level haben. Dann einfach noch mehr von denen. Boah, was hole ich hier? Ich habe keine so guten Optionen irgendwie für Single Target Damage. Habe ich das Gefühl. Mehr Phönixe. Aber noch 17 Sekunden. Hier irgendwie keine so allumfassende Lösung, ne? Mal schauen, was wird. Jetzt hier auch den Iron Beam. Hallo, Iron Beam? Jawohl. Oh, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut. Aber jetzt hier ein bisschen zu weit hinten, oder? Mein Schaff wurde leider rausgesprengt oder auch durch den Iron Beam hier komplett zerfetzt. Er hat seinen besser gesetzt, das ist jetzt mein Problem. Okay. Ja, ich brauche Scorpions, glaube ich. Arclights und Scorpions nächste Runde. Damit die seine Balls hier auseinandernehmen. Oh, die Runde hat er mich hops genommen. Das tut weh.
Ist es zu spät für Scorpions, ist die Frage. Jetzt haben wir wieder gut Geld. Eben hatten wir noch den Debuff. Mustang Production Light, Stand Range Phoenix. Electromagnetic Impact, um sein Schild da zu schwächen, aber. Wir könnten uns stärkere Schilde holen. Hat da jetzt echt viele Panzer und sowas. Ist alles Quatsch irgendwie. Ich gehe mal hiermit einfach nur, um zu gucken, ob es mir hilft. Gehe auf jeden Fall für Range. Ja. So. Ich habe auch wieder einen Rhino, geil. Ich kann da was rausverkaufen. Was bringt mir hier denn so gar nichts gerade? Also ich glaube, die Arclights können weg, seitdem es die UFOs gibt. Hat der hier irgendwie Anti-Air drauf? Nee, ne? Aber Level 2 gleich. Ich glaube, die Arclights können literally weg. Ich bin mir auch nicht sicher. Ein bisschen mehr Reichweite, die Runde. Mal von hinten mit reinlaufen. Hier geben wir mal so ein, falls er wieder schildet, rein. Hier schilden wir mal vielleicht mal selber. Boah, ja, weiß ich nicht. Die müssen es jetzt halt reißen, ne? Okay, ich hätte das weiter hier reinsetzen müssen, dass ich beide erwische. Es war irgendwie klar, dass er wieder schildet. Das UFO ist auch mit zu weit vorne, würde ich sagen, theoretisch. Aber die Scorpions kommt schon richtig schön fett. Da ist so alles geklumpt, ey. Kommt schon. Da ist noch ein bisschen zu viel Schaff, weil das UFO jetzt halt weg ist. Also ich glaube, Arclights verkaufen ist gar nicht mal so der beste Call. Aber der hängt jetzt auch auf einem Ball fest. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich noch ein bisschen Schild. Jetzt fehlt mir hier der Late Schaff. Vielleicht da noch eine Reihe Fangs später rein. Jetzt tanken die halt wieder sehr gut. Das freut mich sehr. Geil. Geil, geil, geil. Das sieht gut aus. Die Runde holen wir, oder? Und dann ist es Sieg, weil er nicht mehr viel Leben hat. Boah. Das wäre nicht gut gegangen jetzt im Late. Das wäre gar nicht gut gegangen im Late. Boah, geil, GG. Huh. Ja, das war halt wichtig, ihn da irgendwie zu stallen. Und dann halt die Scorpions. Das war so alles so geklommen. Und die haben da so schön so rein so und 8 Bälle auseinander. Ah, super geil gewesen. Hätte ich schon früher machen sollen, actually, die Scorpions. Vor allem auch, als er dann halt die Panzer geholt hat, ne? Ab dann waren die eigentlich schon Pflicht. Das UFO ist leider zu weit rein. Ist dann schnell down gegangen. Zu wenig Schaff meinerseits dann. Hat er gut weggeräumt mit den Mustangs irgendwie, ne? Schon erstaunlich, wie gut das und natürlich auch mit den Panzern funktioniert hat. Ja, und haben gut MMR Plus gemacht. Gar nicht mal so viel Combat Power. Aber ich habe auch noch keine Ahnung, wonach sich das richtet. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Runde Mechabellum. Ich hoffe, es hat gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau rein.